Liebe Kinder, willkommen im Bibo-Leseraum. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben euch natürlich wieder ein neues Märchen mitgebracht. Genau. Und wie heißt es diesmal, Bibo? Ja, das kennt ihr bestimmt auch. Das ist der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Da freust du dich so richtig drauf. Genau. Der Wolf und die sieben Geißlein. Und jetzt geht's los. Die Bilder sind natürlich wieder von der Stefanie Elsberg. Viel Vergnügen damit. Der Wolf und die sieben Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein. Na, wieso eigentlich immer sieben, ja? Naja, im Märchen gibt es so bestimmte Zahlen, die kommen immer wieder vor. Die sieben, die drei zum Beispiel. Ne? Also gut. Genau. Die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb. Wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Naja, eben so, ne? Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach: Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er reinkommt, so frisst er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Die Geißlein sagten: Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Da machte sie sich getrost. Naja, du bist da. Da machte sie sich getrost auf den Weg. Ja, meinst du, die schaffen das? Mal gucken. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber die Geißlein hörten an der rauen Stimme, dass es der Wolf war. Wir machen nicht auf, riefen sie. Riefen sie? Du bist nicht unsere Mutter, die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme, aber die ist so rau. Du bist der Wolf. Die haben sich durchschaut. Ne? Ja, aber der Wolf ist listig. Ne? Er lässt sich was einfallen. Schau hin. Na Kinder, schaut. Da ist er. Da ging der Wolf fort zu einem Krämer. Er kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es auf und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Kinder und riefen: Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du. Du bist der Wolf. So leicht ist es nicht, ne? Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: Ich hab mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber. Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach: Streich mir weißes Mehl auf meine Pfote. Die hat ja immer noch eine Kreidestimme, ne? Genau. Der Müller dachte, der Wolf will einen betrügen und weigerte sich. Aber der Wolf sprach: Wenn du es nicht tust, fress ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach: Macht auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist hier heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Wald mitgebracht. Die Geißlein riefen: Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist. Legte der Wolf die Pfote ins Fenster. Und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie,
es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Tür auf. Hätte mal jemand nicht getan, ne? Wer aber hereinkam, war der Wolf. Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken, aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen luckte er in seinen Rachen. Nur das Jüngste in einem Uhrkasten fand er nicht. Uhrkasten? Ach so, eine Uhr mit einem Kasten, genau. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte, drollte er sich fort, legte sich draußen auf die grüne Wiese unter einem Baum und fing an zu schlafen. Ja, da liegt er, ne? Hat sie alle geschluckt, Mensch. Aber so ein Wolf hat natürlich auch Hunger. Ja, genau. Das ist ja auch irgendwie blöd. Ne? Der Wolf ist immer der Bösewicht in den Märchen. Aber Wölfe, Kinder, das wisst ihr ja, sind auch nur Tiere. Ne? Und es ist ganz normal, dass die auch andere Tiere jagen und fressen müssen. Ja, und da war es ja ein Märchen. Ne? Und da ist ja auch immer so ein Vergleich, ne? So mit Menschen, ne? Die was Böses tun vielleicht. Ne? Und deswegen erzählt man sich Märchen, ne? Damit man aufpasst. Das hast du gut durchschaut, Bibo. Ja. Genau. Also, wo sind wir denn jetzt? Wer hereinkam bei der Wolf, das hatten wir schon. Federlesen, alle gefressen. Als der Wolf war, lag er auf der Wiese, genau. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Wald wieder heim. Ach, was musste sie da erblicken? Die Haustür stand sperrweit auf. Tische, Stühle und Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie das Jüngste rief, da rief ein feines Stimmchen. Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. Sie holte es heraus und es erzählte ihr, dass der Wolf gekommen war und die anderen alle gefressen hatte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihr armen Kinder geweint hat. Ja, das hätte jeder, ne? Da liegt er. Und was hat sie da in der Hand? Seht ihr schon, Kinder? Aha. Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte. Dass die Äste zitterten. Kannst du das auch? Ja, bestimmt. Sie betrachteten ihn von allen Seiten und sah, dass in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte. Zappelte. Ach Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder, die er zum Nachtmahl hinuntergewürgt hat, noch am Leben sein? Da musste das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wamst auf. Kaum hatte sie einen Schnitt getan, so sprangen nacheinander alle sechs heraus und waren noch alle am Leben. Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften vor Freude. Die Alte aber sagte, jetzt geht und sucht große Steine, damit wollen wir den gottlosen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt. Tja, das ist sowas, ne? Das ist sowas passieren kann. Dass die noch leben, Mensch, grandios. Und dann jetzt Steine, ne? Der arme Wolf. Tut mir auch irgendwie leid. Naja. Da schleppten sie sieben Geißchen alle in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch. So viel, als sie hineinbringen konnten.
Dann nähte ihn die Mutter in aller Geschwindigkeit wieder zu und dass er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Na, der hat aber einen guten Schlaf, was? Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine. Und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er: Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären 6 Geißlein, doch sind's lauter Wackerstein. Ja, da hat es gemerkt, ne? Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte, trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein in die Tiefe. Da, oh je. Als die 7 Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen: Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot! Und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Ja, ich sag ja. Ja, jetzt sind die Geißlein am Leben, aber der arme Wolf, der ist jetzt tot, ne? Das ist ja immer ein Märchen so, ne? Der Bösewicht sozusagen, aber eigentlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, der Wolf ist ja vielleicht auch zu bedauern, ne? Er hatte ja nur Hunger. Naja. Trotzdem, liebe Kinder, so ist das Märchen halt, ne? Ist nur eine Geschichte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr wollt nicht nur das, sondern noch viele andere Märchen auf unserem Portal der Stadt der Bibliothek Haslach euch anschauen. Wo? Der Bibo? Ja, ich, genau. Der Ludger euch Märchen erzählen. Mit tollen Bildern von der Stefanie Elsweich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.